Willkommen zur folgenden Videosequenz. Heute befassen wir uns mit der Effizienz des Marktes und wie man die misst. Hier die Lernziele. Sie wissen, was Konsumenten- und Produzentenrenten sind und Sie wissen, weshalb Staatseingriffe den Markt verzerren können. Weshalb soll der Markt effizient sein? Was bedeutet überhaupt Markteffizienz? Hier brauchen wir zwei Begriffe. Der eine ist die Konsumentenrente, der andere die Produzentenrente. Was ist damit gemeint? Gehen wir zuerst mal auf die Konsumentenrente ein. Hier haben wir den Markt für Rüben. X-Achse Rüben, Y-Achse Preis. Und Angebot, Nachfrage. Wir müssen jetzt hier dran denken, dass die Nachfragekurve, oder hier vereinfacht die Gerade, uns nichts anderes zeigt als die Zahlungsbereitschaft der einzelnen Konsumenten. Jeder Punkt hier zeigt uns die Zahlungsbereitschaft verschiedener Konsumenten an. Nehmen wir hier beispielsweise Lucy. Lucy liebt Rüben über alles. Sie würde für Rüben durchs Feuer gehen, vielleicht sogar töten. Entsprechend hat sie eine hohe Zahlungsbereitschaft. Rolf geht vielleicht durchs Feuer, aber tötet nicht für Rüben. Die sind ihm doch ein bisschen egaler als der Lucy, aber trotzdem, er würde immer noch viel zahlen, also seine Zahlungsbereitschaft ist hoch. Beide merken jetzt ganz erfreut, dass der Marktpreis ja sehr viel tiefer ist. Das heißt, Lucy würde zwar so viel zahlen, ihre Zahlungsbereitschaft ist so hoch, und trotzdem merkt sie, boah, ich kann es bereits zu diesem Preis kaufen. Das heißt, sie erzielt hier einen Nutzen daraus, dass der Marktpreis so tief ist. Wenn wir jetzt alle Punkte, alle Konsumenten hier zusammennehmen, ergibt sich ein Dreieck. Das ist die Konsumentenrente. Das heißt, alle Konsumenten ziehen hier einen Nutzen daraus, dass der Marktpreis tiefer ist als ihre Zahlungsbereitschaft. Gleiches Spiel von der anderen Seite her. Produzentenrente. Preis, Menge an Rüben, das genau gleiche, Angebot, Nachfrage. Auch hier dran denken, die Angebotskurve zeigt uns nichts anderes an, als die Bereitschaft zu verkaufen von den einzelnen Anbietern. Nehmen wir jetzt hier mal Maya. Maya wäre bereits hier bereit, zu diesem Preis zu verkaufen. Dann haben wir hier noch Udo. Der würde erst zu diesem Preis hier verkaufen. Hat eine andere Bereitschaft zu verkaufen. Beide sind aber wahnsinnig erfreut, dass der Marktpreis so hoch ist. Das heißt, Maya würde zwar schon zu diesem Preis verkaufen, aber der Marktpreis ist so hoch, also erzielt sie noch einen zusätzlichen Nutzen daraus. Auch hier sämtliche Bereitschaften zusammengezählt ergibt dieses Dreieck und damit die Produzentenrente. Das heißt, alle Produzenten ziehen einen Nutzen daraus, dass der Marktpreis höher ist als ihre Bereitschaft zu verkaufen. Nehmen wir beide zusammen. Jetzt merken wir eins. Hier treffen sich beide. Das bedeutet, bei diesem Punkt hier haben wir das Optimum. Denn ab hier, bei diesem Punkt hier, kann niemand, kein Konsument und kein Produzent besser gestellt werden, ohne dass jemand anders schlechter gestellt wird. Das heißt, hier haben wir wirklich das Optimale, den optimalen Preis. Man nennt diesen Punkt auch Pareto-Effizient, diesen Marktpreis. Nun, staatliche Eingriffe braucht es zwar, wenn man eine soziale Marktwirtschaft haben will, das heißt, den Markt in sozialen Schranken zu verweisen, bedarf es staatlicher Eingriffe, aber man muss immer aufpassen, dass man den Markt nicht so sehr verzerrt. Wir sehen das an einer Konsumsteuer. Die Anbieter müssen eine Steuer zahlen, die der Staat erhebt, aber sie werden versuchen, diese Steuer auf die Nachfrager abzuwälzen. Wir haben eine Verschiebung der Angebotskurve. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir haben hier einen neuen Preis, Marktpreis, und eine neue nachgefragte Menge. Erstens mal fällt auf, das hier wird nicht mehr produziert und nicht mehr nachgefragt. Das heißt, hier haben wir einen Wohlfahrtsverlust. Man nennt das auch die sogenannten Deadweight Losses. Zusätzlich merkt man halt, diese Differenz hier, das sind die staatlichen Einnahmen. Und jetzt fällt vor allem eins auf, die Konsumentenrente hat sich massiv verkleinert und die Produzentenrente hat sich auch massiv verkleinert. Wir sehen also, diese Steuer, die da eingeführt worden ist, hat ziemlich viel Wohlfahrtsverlust herbeigeführt. Nun, wer zahlt tatsächlich die Steuer? Da kann man sagen, ja klar, wenn es eine Konsumsteuer ist, dann zahlt es das Unternehmen. Nun, als Steuersubjekt, ja, nur wer berappt es dann tatsächlich? Wir haben gesehen, ein Teil übernimmt auch der Konsument. Wie viel übernimmt er? Das kommt darauf an, wie die Preiselastizitäten aussehen. Wer nicht weiß, was eine Preiselastizität ist, der ist auf mein Video über die Preiselastizität verwiesen. Hier nur so viel. Wir sehen da, die Nachfragekurve hat eine geringe Preiselastizität. Das bedeutet, wir haben hier wenig Substitutionsgüter. Das bedeutet, die Leute können hier nicht auf ein anderes Gut abspringen, wenn der Preis steigt. Entsprechend wird
die Nachfrage nur sehr wenig mengenmäßig auf eine Preiserhöhung reagieren. Nun, jetzt haben wir hier, setzen wir auch Steuer ein. Was geschieht? Erstens mal, wir haben da wieder den Wohlfahrtsverlust, die Deadweight Losses. Aber dann sehen wir hier die Steuereinnahmen und vom Dreieck her, der Konsumentenrente, sehen wir, die haben einen extremen Verlust, einen sehr viel größeren Flächenverlust als wie die Produzentenrente. Ergo können wir davon ausgehen, der tatsächliche Steuerträger, das sind die Nachfrager. Die berappen am meisten. Die Produzenten zahlen sehr viel weniger. Anders sieht es bei einer hohen Preiselastizität aus. Hier sehen wir hohe Preiselastizität, das heißt, die Nachfrager reagieren sofort auf eine Preisänderung mit der Verringerung der nachgefragten Menge. Auch hier setzen wir eine Steuer ein. Nun, was geschieht? Wir sehen hier wieder die Deadweight Losses, die Staatseinnahmen, aber die Produzentenrente wurde massiv mehr gekürzt flächenmäßig als die Konsumentenrente. Das heißt, eigentlich zahlen es hier vor allem die Anbieter, weil, naja, ist ja klar, die Nachfrager hüpfen halt auf ein anderes Gut. Wie sieht es eigentlich bei einer Subvention aus? Wenn wir so eine Subvention reinknallen, können wir sagen, okay, die Anbieter können eigentlich, weil sie subventioniert werden durch den Staat, können sie etwas billiger anbieten, weil sie ja den Ausgleich vom Staat kriegen. Wenn wir jetzt das hier mal angucken, wir haben da das neuen Preis, neue Menge, sehen wir vor allem eins, boah, die Konsumentenrente ist massiv vergrößert worden. Das ist ja Wahnsinn, eigentlich eine super Sache. Genial, was wollen wir noch mehr? Aber jetzt halt, eine Subvention muss ja von irgendjemandem bezahlt werden. Naja, das sind die Konsumenten, die gleichzeitig meistens auch die Steuerzahler. Das hier sind die Kosten für die Steuerzahler. Auch das verzerrt den Markt, auch eine Subvention.